Männer, wenn ich euch hier spielen sehe, ne, fühle ich mich immer, als würde ich eine Cola Zero in der Hand halten. Ich bin immer der Leidtragende. Sag mal, was war da denn los beim Saisonfinale? Das war ja gut, aber alles beim Alten. Bayern München deutscher Meister. Und gleichzeitig ging die Bewerbung raus, nachhaltigstes Unternehmen 2023. Ne, mit folgenden Fakten. 17.15 Uhr Gewinn der deutschen Meisterschaft. 17.16 Uhr Entlassung von Kahn und Brazzo. Da sagt jedes DAX-Unternehmen aus Amerika, wow, Hut ab. Und Dominas rund um München werden bald arbeitslos. Weil mehr Erniedrigung geht ja gar nicht. Ja, denkst du, der Hoeneß und der Heiner haben in der Stadtwohnung vom Hoeneß am Donnerstag bereits dem Brazzo und dem Kahn nahegelegt, selbst wenn ihr das Triple geholt hättet, ihr beiden, werden euch entlassen. Geil, so vor dem letzten Spieltag haben wir also auch noch alle an die Meisterschaft geglaubt beim FC Bayern München. Kannst du dann da mitfahren und noch mitfeiern? Und im Kahn haben sie geschrieben, hey, du darfst nicht mit, weil sie Angst hatten, ne, der beißt dem Hoeneß den Kopf ab und am Ende dann Ziegenmasern. Der Kahn nur noch am Rummeckern gewesen. Spieler, Titel und vor allem Fans sind dem Gespann Hoeneß und Heiner doch völlig egal. Hauptsache der kalte Konzern steht im Vordergrund. Aber jetzt geht's für den FC Bayern back to the future, zurück in die Zukunft. Karl-Heinz Rummenigge ist back. Da muss aber auch mal auf die Uhr gucken, ne? Also A, ist die echt? Und B, ist es jetzt 5 nach 12. Patrick, kennst du den Unterschied zwischen Meister Propper und Manta? Einen Manta kann man frisieren! Ja, und beim BVB versucht man das Titeltrauma irgendwie zu bekämpfen. Von Minute 1 dieser Meisterschaftskonferenz an habe ich gedacht, was haben die Dortmunder Spieler vor dem Spiel da gegessen? Zwiebelkuchen und Federweißen? So viel Schiss, wie die in der Buchse hatten? Das Ding musste erstmal verkacken. Die einzigen, ne, die eine Schüssel in der Hand hatten, waren die Fans, weil die nur im Strahl am Kotzen waren. Aber der Umbruch in Dortmund ist schon geplant. Da wurde auf jeden Fall schon mal mit ein paar Spielern verlängert, wo du genau weißt, willst du mit denen was gewinnen? Gehst am besten in eine Großraumdisco und sagst, hier, geh mal zum DJ und wünsch dir einen Titel. Hummels, Reus, Verlängerung beim BVB oder Bellingham wird verkauft. Und vom Bellingham-Geld soll dann wieder der Das klingt wie beim Haaland und das hat ja auch super geklappt, nicht? Hermann! Wärst du ein Ritter der Tafelrunde? Was wäre dein Name? Sir Lancelot aus dem Pott? Oder was? Guck mal, die Gewinner der Saison sind doch die vermeintlich kleinen Vereine, ne? Union Berlin Champions League, mehr muss ich nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch. Richtig geil einfach nur. Der VfL Bochum. Hat's geschafft, aus eigener Kraft. Ne? Mit Darmstadt und Heidenheim kommen auf jeden Fall sportliche Mentalitätsmonster. Davon kannst du ausgehen. Und für alle Schalke- und Hertha-Fans empfehle ich das Deutschland-Ticket. Lohnt sich nach Fürth und Kiel. Andi, du bist auch generell gegen Rasen auf der Autobahn, ne? Weil du dir denkst, wer soll denn das alles mähen? Und der HSV kommt mir mittlerweile so vor wie so ein Schüler, der das ganze Jahr nur Vieren schreibt und am Ende vom Schuljahr aber eine 2 auf dem Zeugnis haben will, weil wegen mündlicher Beteiligung. Ich schnall das Konzept nicht, aber vielleicht ist es auch so, guck mal, die Spieler wohnen irgendwo an der Alster, fühlen sich total wohl. Da wollen die einfach auch in der zweiten Liga bleiben. Ist nur eine Theorie. Konzept habe ich nicht verstanden. Fans tun mir auf jeden Fall leid. Aber Tabula Rasa machen heißt nicht, einen Rasen stürmen, wenn anderswo noch gespielt wird. Kann dir eine Relegation gegen Stuttgart zum Glück nicht passieren. Stefan, frag dich jemand, ne? Wie warst du denn als Kind? Kannst auch nur sagen, klein. Ja, DFB-Pokalfinale ist ja auch noch, ne? Die letzte Chance für den Glasner. Da der geht, was da vorgefallen ist, das will ich gar nicht wissen. Ey. Und RB Leipzig seit 2015 zum vierten Mal im DFB-Pokalfinale. Steht eins fest, kommt da nochmal Red Bull in den Pokal. Dann kannst du den komplett sanieren, weil die Außenwände weggeätzt sind. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil die hat ihm geschrieben, ich lieg seit einer Woche flach mit Hepatitis. Und der Kevin hat gedacht, er wird betrogen mit einem Griechen. Ist doch so. Ja, jetzt, klar, jetzt kommen die Gänse, ne? Ist logisch. Wenn wir hier mal ab in den Süden. Kennst du den Unterschied zwischen Meister Propper und Manta? Meister Propper kann man frisieren. Nee, Manta kann man. Kennst du den Unterschied zwischen Meister Protter? Meister Protter, hm, genau. Danke. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil die ihm geschrieben hatte, ich lieg seit einer Woche flach mit Hepatitis. Und der Scheiße. Ja, da musst du dich A fragen,
Da habe ich einen Fehler gemacht.